Hallo und willkommen zu einer weiteren kleinen Reaction hier auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute mal ein Video von der Sportschau an. Saudi-Arabiens Fußballtraum gerät ins Stocken. Geht ihnen etwa das Geld aus? Gut, das wohl nicht. Aber dennoch scheint es ja gar nicht so gut voranzugehen mit dem saudi-arabischen Fußball, wie sie es sich vorgestellt haben. Ich würde sagen, wir gehen mal rein ins Video. Wenn euch die Reactions gefallen, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ansonsten mal ein paar weitere Vorschläge für Videos unten in die Kommentare. Jetzt let's go! Link zum Video ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Es läuft wie am Schnürchen in Saudi-Arabien für Khaled Narei. Seit dieser Saison... Gar nicht gecheckt, dass der übrigens in Saudi-Arabien spielt, ne? Wusste ich nicht, hab ich irgendwie nicht mitbekommen. Spielt er für Al-Khalij FC in der saudischen Pro League. An diesem Abend entspanntes Training, auch dank Narei hat die Mannschaft kaum noch Abstiegssorgen. Der gläubige Muslim hat sich im Land von Mekka und Medina durchgesetzt als Stammspieler, schon 6 Tore geschossen. Wir treffen ihn am nächsten Tag zum Interview. Statt zweiter Liga in Deutschland reizt den früheren Flügelstürmer des HSV nun der Wettbewerb mit Ronaldo und Benzema. Du hast die Möglichkeit, hier gegen so krasse Persönlichkeiten zu spielen. Und auch um ehrlich zu sein, natürlich, auch das finanzielle Paket war für mich sehr, sehr interessant. Und wenn das schon so einer sagt, also Khaled Narei ist ja jetzt wirklich kein Weltstar, was das fußballerische Können angeht. Er ist ein sehr guter Spieler durchaus, wird wahrscheinlich hier auch zum besseren Durchschnitt gehören oder einfach zu den besseren Spielern in der Liga. Aber wenn er schon sagt, dass das finanzielle Paket dann doch gehobener, angenehmer war als jetzt in Deutschland beispielsweise in der zweiten Liga, kann man sich schon wieder ungefähr denken, in welche Richtung das geht, ne? Also so von der Höhe her zumindest. Ein Leben mit der Familie im eingezäunten Compound. Wie Khaled Narei ist auch Alexander Hack nach Saudi-Arabien gewechselt. Von Mainz 05 in die zweite saudische Liga. Auch das wusste ich nicht. Jetzt ehrlich, lol, ich krieg ja gar nichts mehr mit. Liga. Beim Al-Qadisiyah FC verdient Hack nun rund das Vierfache an Gehalt. Ein finanzstarker Zweitligist in einem aufstrebenden Land. Junge, er verdient in der zweiten saudi-arabischen Liga das Vierfache. Oh mein Gott, Junge, das Vierfache. Überlegt euch das mal. Stellt euch vor, euer Vater, keine Ahnung, arbeitet auf dem Bau, die Mutter im Krankenhaus, whatever, sucht euch was raus. Und die gehen jetzt einfach nur mal in, also ihr zieht jetzt um, oder die ziehen jetzt um, in Land, was euch vielleicht gar nicht so gefällt, aber die kriegen ja einfach das Vierfache. So, überlegt ihr das mal. Statt 2000 netto auf die Hand am Ende des Monats, am Anfang des Monats, kriegst du halt einfach 8k. Das wäre ja, also, scheiße. Und so ein Fußballer, der verdient ja nicht 2k im, netto im Monat, der verdient ja nochmal ein bisschen mehr. Ich bereue es wirklich keine Minute, seit wir hier sind. Wir haben hier ein gutes Leben, wir haben hier ein friedliches Leben. All das, was ich bisher gesehen habe, ist schon so, dass ich mich positiv überrascht. Aber natürlich gibt es ja auch Sachen, die du siehst, wo du denkst, okay, da haben sie noch Entwicklungspotenzial. Aber ich glaube, das ist für so ein Land ganz normal. Das Land sagt öffentlich, sie sind im Umbruch, den Umbruch spüre ich. Die wichtigsten Entscheidungen im Land trifft er, Mohammed bin Salman, kurz MBS. Der Kronprinz will als Reformer wahrgenommen werden. Ziele seiner Vision 2030, die Wirtschaft breiter aufstellen, weniger Abhängigkeit vom Öl, hin auch zur Sportbranche. Als Vorsitzender des Staatsfonds investiert er Milliarden in den Profifußball. Und er lässt eine gewisse gesellschaftliche Öffnung zu. Frauen haben im konservativen Königreich nun etwas mehr Spielraum. Seit anderthalb Jahren gibt es eine landesweite Frauenfußballliga mit Live-Berichten wie vom Derby in Jeddah. Bis vor ein paar Jahren durften Frauen nicht einmal ins Stadion. Aber das muss man ihnen dann trotzdem lassen, ne? Wenn da wirklich was dahinter sein sollte, wenn die sagen, okay, wir sind im Umbruch, dieses Land hat definitiv noch viel Potenzial nach oben und dann tun sie Step by Step sich dahingehend entwickeln, dann darf man das jetzt auch nicht negativ bewerten. Natürlich geht das dem einen oder anderen ein bisschen zu langsam oder einfach ist trotzdem inakzeptabel, was da geschieht, obwohl es angeblich gebessert wurde und es wurde verändert. Dennoch, es ist sehr schwierig, ne? Da können die wenigsten von uns sich wirklich hineinversetzen, was bedeutet, eine Entwicklung für ein Land voranzutreiben.
the trust of the leadership, the support. Wir spüren das Vertrauen der Staatsführung, bekommen viel Unterstützung. Es ist ein Traum, der wahr geworden ist. Die Mädels auf dem Platz sind Pionierinnen. Sie haben einen ganz langen Weg hinter sich. Wir sind sehr stolz auf sie. Neben dem Platz bleibt der Weg zur Gleichberechtigung weit. Bis heute hängt oft viel vom männlichen Vormund ab, was eine saudische Frau tun darf. Reformen bleiben widersprüchlich. Abseits der Kameras werden Aktivistinnen für Frauenrechte weggesperrt. Es gibt Berichte über Folter. Ja, das ist halt wieder das, ne? Also, Bro, nee, sag ich dir ehrlich, nee. Da musst du echt knallhart sein, wenn du beispielsweise als Fußballprofi dann da hingehst. Du weißt, was da geschieht. Du siehst eventuell sogar, was da geschieht. Und das dann nicht zu nah an dich rankommen lassen. Also, ob man da jetzt den moralischen Kopper spielen möchte und sagt, ja, Bro, tu doch was dagegen. Setz dich ein oder, keine Ahnung, spende was. Whatever, was halt so in deinen Möglichkeiten gegeben ist. Ich glaube, letztlich sollte das aber jeder für sich selbst entscheiden, ob er darüber hinwegsehen kann, beziehungsweise ob er da einfach sagt, okay, das lasse ich nicht so nah an mich rankommen, das ignoriere ich jetzt vielleicht einfach mal, um es mal ganz böse auszudrücken, ne? Weil die Leute sich wahrscheinlich eh denken, Bro, ich lebe hier mit meiner Family, ich verdiene gutes Geld, mein Leben ist gerade echt top, ich möchte keinen unnötigen Ärger machen. Ne? Das ist, denke ich mal, bei den meisten im Kopf. Keine Kritik, nur Lob für die Saudis gibt's von ihm, Gianni Infantino. Ja, der Größte dieser Fußballwelt. Die Geschichte der saudischen Fußballerinnen passt gut ins Narrativ der FIFA. Fußball als Entwicklungshilfe für Fortschritt und Freiheit. Ich war sehr beeindruckt. Vor ein paar Jahren gab es keinen Frauenfußball in Saudi-Arabien. Jetzt gibt es Derbys, eine gute Kulisse. Wir müssen Respekt zollen für das, was hier gerade passiert, für die Arbeit, die hier getan wurde und für all das, was noch kommen wird. Ich finde wirklich, den guckst du ins Gesicht und du willst ihm einfach nur in die Fresse schlagen, oder? Bin ich der Einzige, der diesen Drang hat? Die FIFA und Saudi-Arabien, Partner für mindestens die kommenden 10 Jahre. Der staatliche Ölkonzern Aramco soll Großsponsor der FIFA werden. Die Ausrichtung der Männer-WM 34 in Saudi-Arabien gilt als sicher. Bullshit, kompletter Bullshit, also wirklich, muss nicht sein. Von einer Zeitenwende im Fußballgeschäft spricht der dänische Sportanalyst Stanis Elsborg. Die Strategie der saudischen Machthaber ziele ab in 2 Richtungen. Zum einen nach innen. Sie investieren unheimlich viel Geld in die eigenen Ligen, versuchen so, die Bevölkerung bei Laune zu halten, mit Fußball und anderen Sportarten. Die WM sei vor allem wichtig für die Wirkung nach außen. Führer des Gastgebers werden versuchen, sie als Möglichkeit zu nutzen, für neue Wirtschaftsdeals, für Absprachen mit hochrangigen Politikern der Welt. Man wird nichts mitbekommen von Problemen der ausländischen Arbeiter etwa. Stattdessen werden sie eine malerische Fassade eines Regimes präsentieren, das bekannt ist für Menschenrechtsverletzungen. WM-Vorgeschmack vergangenen Dezember in Jeddah. Club-WM. Fußballfans aus allen Kontinenten zu Gast. Volle Stadien, große Fußballbegeisterung. Mit jedem Turnier etabliert sich Saudi-Arabien mehr und mehr als ein neues Zentrum im Weltfußball. Wer im Land Kritik übt, lebt lebensgefährlich. Und da fängt es ja schon an. Da fängt es ja schon an. Wo ist denn die Meinungsfreiheit in dem Land? Das Bild einer. Also grundsätzlich, wenn du sagst, okay, du willst keine Kritik haben, dann ist das schon ein schwieriges Thema. Aber wenn dann automatisch jemand, der Kritik äußert, lebensbedrohlich lebt. Keine Ahnung, in welcher Zeit wir leben. Vielleicht sind wir noch im Mittelalter, ich weiß es nicht. Offeneren, toleranteren Gesellschaft wird durch Menschenrechtsverletzungen immer wieder untergraben. Die Zahl der Hinrichtungen nimmt unter dem Kronprinzen seit Jahren zu. Überleg dir das mal. Es gibt dort einfach noch Hinrichtungen, am besten öffentliche. Ich bin da jetzt nicht ganz genau drin in dem Thema, aber ich meine, böse Vermutung, aber ich meine, es gibt dort sogar öffentliche Hinrichtungen. Ne? Und wenn ich das schon höre, die nimmt zu, Digga, die nimmt zu. Überleg dir das mal.
Die nimmt nicht ab von wegen Entwicklung und keine Ahnung, bald kommt ein Gesetz raus, dass das verboten ist, weil alle einsehen, das Quatsch. Nee, die Anzahl von Hinrichtungen nimmt zu. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Jahr 2024. 70 Exekutionen waren es im vergangenen Wie Jahr. Wie viel? Kronprinzen seit Jahren zu. 170 Exekutionen. Digga, 170. 170. Klingt jetzt für den einen oder anderen erstmal nicht viel. Aber jetzt lass es dir mal auf der Zunge zergehen. 170. Das könnte genauso gut halt eine komplette Schule sein. Ne? Einfach, stell dir mal vor, du hast so eine Schule oder keine Ahnung, ne? Sagen wir einfach mal eine Schule, die üben Kritik aus, weil die sind alle der Meinung, Bro, so wie es hier in dem Land zugeht, so ganz nicht weitergehen. Das ist Menschen unrechtlich. Und dann werden die einfach alle hingerichtet. Einfach ganz trocken. Es ist wirklich wie im Mittelalter. Waren es im vergangenen Jahr. Im Raum steht der Vorwurf, Saudi-Arabien versuche mit Fußball von Menschenrechtsverletzungen abzulenken, das Image aufzupolieren, sogenanntes Sportswashing. Am Rande eines Legendenspiels der FIFA konfrontieren wir den saudischen Verbandspräsidenten. Wir hören nicht auf Kritiker, wir machen einfach weiter. Wir haben Ziele. Als wir Argentinien bei der WM besiegt haben, war das etwa auch Sportswashing? Bro, ja, wirklich. Das ist schon wieder so ein Mensch, der hat's doch jetzt schon wieder bei allen versaut. Bei allen. Bei allen. Das ist genau wie Infantino. Willst du einfach nur ins Gesicht schlagen, oder? Also, ich verspüre einen Drang. Ich verspüre einen gewissen Drang. Er verweist auf die sportlichen Erfolge. 3 Titel beim Asien-Cup, 6 WM-Teilnahmen. Saudi-Arabien verdient es, zum ersten Mal die WM auszurichten. Wir versprechen, jeder wird das Turnier genießen. Genießen. Beim Meister Al-Ittihad. So der Plan vergangenen Sommer vom damaligen Ballon d'Or-Gewinner Karim Benzema. Doch trotz kolportiertem Jahresgehalt von etwa 100 Millionen Dollar wollte er im Stell dir mal vor, du spielst in einer komplett irrelevanten Liga. Fußball und verdienst 100 Millionen im Jahr. Alter, lasst euch das mal bitte auf der Zunge zergehen, was eigentlich 100 Millionen sind. Das ist, nee, wirklich, ohne Scheiß, ich krieg da Gänsehaut bei solchen Summen. Wenn du mal überlegst, das ist ja nur Benzema. Das ist nur Benzema, da rennt noch ein Kanté unter anderem rum und ein paar andere, das ist, vergangenen Winter wohl schon wieder weg. Differenzen mit dem Trainer, zwischenzeitliche Suspendierung. Benzema, nicht der Einzige mit Problemen in Saudi-Arabien. So sprach Ronaldos Teamkollege Emeric Laporte in der spanischen Zeitung AS von vielen Spielern, die unglücklich sind. Man handelt etwas aus und dann akzeptieren die Saudis es nicht, nachdem man es unterschrieben hat. Sie kämpfen gegen dich. Bereits vor 2 Jahren hatte die internationale Spielergewerkschaft FIFPro vor Vereinswechsel nach Saudi-Arabien gewarnt, wegen systematischer und weit verbreiteter Vertragsverstöße. Die FIFA musste allein im vergangenen Jahr mehr als 50 Vertragsstreitigkeiten in Saudi-Arabien klären. Aber ey, Infantino hat doch gesagt, ja, wir müssen Respekt zeigen für diese Entwicklung, die dieses Land macht. Wirklich, am Arsch, wenn du schon wieder solche Zahlen hier hörst. Von den Stars ist aber nur Jordan Henderson bereits zurück nach Europa gewechselt. Ajax Amsterdam statt Saudi Pro League. Wohl auch, weil die Stadien in der saudischen Liga oft leer bleiben. Ja, geil. An einen schnellen Umzug raus aus Saudi-Arabien denken weder Alexander Hack noch Khaled Naray. Dass sie je einen von 8 erlaubten Kaderplätzen für Ausländer ergattern konnten, werde von befreundeten Kickern in der Heimat als Privileg wertgeschätzt. Nach meinem Wechsel zu Saudi habe ich sehr, sehr viele Nachrichten bekommen. Also sehr, sehr viele. Erstens natürlich sehr viele Glückwunschnachrichten, aber auch so Nachrichten wie, ey, wer hat dich hingebracht und kannst mir da helfen? Der Reiz Saudi-Arabien. Noch ist er anscheinend da bei vielen Fußballern. Und solange die saudischen Herrscher an ihrer Sportstrategie festhalten, wird es wohl auch noch eine Weile so bleiben. Oh, da bin ich mal sehr gespannt, wie das noch weitergeht mit der saudi-arabischen Liga. Jetzt kriegt das Video erstmal ein Like von mir. Schönes, kurzes Video. Schreibt gerne mal eure Meinung zum Saudi-Fußball.
Fußball in die Kombination. Oh mein Gott, Digga, ich kann schon nicht mehr reden. Es hat mich sprachlos gemacht, was ich hier schon wieder gesehen und gehört habe. Ne? Hat mich schon wieder sprachlos gemacht. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt darüber. Und jetzt würde ich mal sagen, haut rein, macht's gut und ciao, ciao. Fantastic.